Hallo liebe Freunde, здравствуйте, добрые молодцы, красные девицы, wie man im Russischen sagen würde. Und zwar bedeutet das so viel wie gegrüßt, seid gescheite Männer und wunderschöne Frauen, passend zu unserem heutigen Thema, das Weltbild unserer gemeinsamen slawischen Ahnen, das vedische Weltbild. Das Weltbild habe ich von dem großartigen Kanal von Ivan Zarevich, eines Menschen, der sich sehr viel mit Veden, mit slawischem Wissen beschäftigt. Das habe ich so übernommen und meine Aufgabe ist hier, dieses Wissen dem deutschsprachigen Zuschauer zur Verfügung zu stellen, denn es gibt sehr wenig Informationen im deutschsprachigen Raum. Für mich ist es mittlerweile ein Komplott, eine Art Verschwörung, dass da so eine Kluft geschaffen wurde. Und diese möchte ich als tatsächlich Diplom-Übersetzerin und Dolmetscherin schließen, aber eben auf der geistigen Ebene. Wir konzentrieren uns auf sehr viel geistiges Wissen aus den Veden, aus dem vedischen Wissen. Ivan Zarevich selbst hat dieses Wissen von den sogenannten Rinnaviri übernommen. Das waren Menschen, die oder sind auch Menschen, die an die alten Götter glaubten und glauben, die an die Menschen Jahrtausende lang vor der Christianisierung geglaubt haben. Und Russland ist ein sehr, sehr weites, unendliches Land. Und dort gibt es Möglichkeit, auch heute fernab jeglicher Zivilisation zu leben. Und diese Menschen überlebten die letzten Jahrhunderte des Zarenregimes, was auch sehr viel getan hat, um die ursprüngliche Kultur zu zerstören, sprich Peter der Große, der den ganzen Bojare, den Edelmännern, die Bärte abgeschnitten hatte. Diese Menschen überlebten auch den Kommunismus, der gottlos war, der Kirchen geschlossen hat und jegliche Religion oder Glauben an das Höhere verboten hatte. Diese Menschen haben auch den räuberischen Kapitalismus der postsowjetischen Jahre ebenfalls überlebt und diesen Menschen kann man eben begegnen, wenn man da tief einsteigt als Normalo. Es ist eher unwahrscheinlich, sie vermeiden Kontakt zu den zivilisierten Menschen. Das kann ich auch verstehen. Da kam mir gleich, als ich das erfahren habe, das Bild einer peruanischen Bekannten, die sich mit ihrem Bekannten entschlossen hat, die No Contactados zu finden, also die Ureinwohner in Amazonas, die Volks, die Naturstämme, die dort immer noch leben und die keinen Kontakt zu den zivilisierten Menschen hatten. Und die sind dann tagelang durch den Dschungel geirrt, bis sie auf sie stoßen. Das Erste, was die machten, als sie sie gesehen hatten, ihnen das Weißbrot aus der Hand zu schlagen, was sie angefangen haben, den Kindern zu verteilen, sie in eine Grube zu werfen und sie dort ungefähr einen Monat zu behalten, bis sie komplett entgiftet hatten. Und erst dann haben die angefangen, sie nach und nach in ihr Stamm aufzunehmen. Und in Amerika, meines Wissens, gibt es eben diese drei Gruppen, die Contactados, die Semi-Contactados und die No-Contactados, also Menschen, mit denen man die halbwegs mit der Zivilisation Kontakt, Menschen, die total Kontakt mit der Zivilisation haben, die treffen wir auch meist, wenn wir nach Peru, wenn wir nach Bolivien oder wo auch immer reisen. Und Menschen, die eben sich entschlossen haben, gar keinen Kontakt mit der Zivilisation zu haben. Und um solche Menschen handelt es sich auch hier, die dieses Wissen weitergetragen hatten. Und meine Aufgabe, meine bescheidene Aufgabe ist, euch das nahezulegen, darzustellen und natürlich mit meinen Vergleichen und eben diese Brücke zwischen der slawischen Kultur zu schlagen und zwischen uns und dieser modernen Welt, in der wir leben. Dieses Wissen war auch lange Zeit, wie Ivan Zarevich sagt, verborgen, 6400 Jahre. Und jetzt, wo wir in eine neue Epoche übergehen, denn wir waren lange Zeit in der Epoche der Füchsin, der Tricksterin, das sehen wir auch anhand dessen, was in unserer Welt passiert, anhand von ganz vielen betrügerischen Strukturen, die mittlerweile auf der Erde entstanden sind. Und jetzt gehen wir langsam in das Zeitalter des Wolfes über,
in die geistige Blüte der Menschheit. Die Nacht des Svarok ist vorbei und jetzt befinden wir uns bei dem Sonnenaufgang. Und dieses Weltbild, was ich hier präsentieren werde, ist das Weltbild des weißen Stammes. Leider ist es so, dass allein schon von weißer Familie, von weißer Rasse zu sprechen, ein Politikum geworden ist. Wenn man nicht aufpasst, dann nur wird man schnell in die rechte Schiene geschoben. Es hat nichts damit zu tun. Im Vedischen ist die Menschenfamilie, besteht sie aus vier Zweigen und das sind die Menschen der aufgehenden Sonne, die roten Menschen, die Menschen der Mittagssonne, die weißen Menschen, die Menschen der untergehenden Sonne, das sind die Asiaten und die Menschen der Mitternacht oder der Nacht, das sind die Menschen der schwarzen Hautfarbe. Und natürlich vermischten sich diese Abzweigungen, diese Stämme untereinander und es entstand ein großartiges Potpourri, eine Vielfalt aus verschiedensten Ethnien und Nationalitäten und Kulturen und das ist auch zu feiern, aber dennoch ist es wichtig, die eigenen Wurzeln zu kennen und auch für sich zu erkennen, dass man zu einer Familie des weißen Menschen gehört, die ähnliche geistige Strukturen hatten, die ähnliche Kultur oder dieselbe Kultur haben, dieselben Urahnen hatten. Und es ist schön, sich auch damit mal auseinanderzusetzen, statt ständig im Außen, bei den fremden Kulturen und Völkern nach der Geistigkeit zu suchen, sprich nach Indien zu fahren, dort in jahrelang, monatelang in Ashrams zu verbringen, nach Amazonas zu fahren, dort diese jahrelangen, monatelangen Diätas zu machen, die ich auch teilweise auch gemacht habe. Ich war 3 Jahre auf Weltreise in spiritueller Suche, bis ich mein eigenes Wissen direkt vor der Nase wieder gefunden hatte. Und dieses Wissen, das schwingt eben im Feinstofflichen unseres Landes hier, unseres Kontinents, des europäischen Kontinents, des eurasischen Kontinents, denn viele Bereiche Asiens wurden auch seit Urgezeiten von unserer weißen Menschenfamilie bewohnt mit unserem gemeinsamen vedischen Erbe. Und wenn man dieses Erbe weiß, wenn man angebunden ist an seine eigene Ahnenlinie, kann man umso respektvoller, umso voller Hochachtung und wahrhaftiger Toleranz, nicht der Toleranz, die heutzutage gepredigt ist, wird anderen Kulturen, anderen geistigen Richtungen, anderen Menschen begegnen und immer noch in der Mitte seiner eigenen Kultur bleiben, ohne die Notwendigkeit, sich in anderen fremden Sitten aufzulösen. Die Frage ist halt für diejenigen, die zum Beispiel jetzt deutsche Mama haben und einen japanischen oder einen schwarzen Papa. Ich bin der Meinung, dass der Mensch, wenn er beide Kulturen, beide Stämme in sich verbindet, ist es sinnvoll, sich vordergründig mit der Kultur auseinanderzusetzen, wo er sich gerade befindet. Sprich, wenn ich gerade in Deutschland bin und mein Papa ist Japaner, ich bin aber zur Hälfte Deutsche, macht es Sinn, sich mit der vedischen, mit der germanischen Kultur zu beschäftigen. Genauso habe ich einen Bekannten, sein Vater ist Ureinwohner Amerikas und er befindet sich jetzt aber in Deutschland, fühlt auch sich hingezogen zu dem vedischen Wissen. Ich bin der Meinung, er kann ruhig hier das vedische Wissen für sich entdecken und wenn er mal in die USA fliegt, dann dort Zeit verbringen möchte, dann ist es auf jeden Fall sehr interessant, sich auf dieses Wissen dort zu konzentrieren und im Endeffekt das zu synthetisieren. Das ist die Aufgabe der Menschen, die verschiedene Stämme in sich tragen, diese Stränge zu vereinen und zu synthetisieren und an sich zu erkennen, dass es sowieso eins und dasselbe ist. Es ist ein sehr antikes, altes Wissen aus verschiedenen Blickwinkeln durch die Krümmung des Lichts verschiedener Fraktale. Ja, fangen wir an. Ich habe hier ein Schaubild. Es ist nicht sehr schön gemalt. Es ist ein bisschen blass, aber für unsere Zwecke wird es reichen. Ich habe gerade keine Möglichkeit, anderes Schaubild zu erstellen. Falls sich jemand ein besseres Schaubild ansehen möchte, ich verlinke unten das Originalvideo von Ivan Zarevich
und dort gibt es ein besseres Schaubild. Das ist die sogenannte vedische Pyramide mit den verschiedenen Welten. In jeder Welt, in jedem Kreis, in jeder kleinen Welt gibt es 16 Speichen. Diese haben eine sehr besondere Bedeutung auch in der vedisch-slawischen Kultur. Wenn Männer Räder gemacht haben, hatten sie für die Pferdekutschen hatten sie oft 16 Speichen. Wenn sie Fässer hergestellt hatten, hatten sie 16 Ringe und so weiter und so fort. Ganz oben haben wir, also im grundsätzlich sind es drei Welten. Diese Dreifaltigkeit der Welten finden wir bei ganz vielen Nationen und Völkern, also Nationen sprechen bei ganz vielen Völkern. Wir haben das auch in der südamerikanischen Kultur. Dort werden die drei Welten durch jeweils drei Tiere repräsentiert. Ich glaube, die untere Welt ist die Schlange, die mittlere Welt ist Jaguar meines Wissens und die obere Welt ist Kondor, aber da gibt es auch verschiedene Unterschiede, also Variationen und wir haben ja auch Midgard, die mittlere Welt und so weiter in Europa, in Westeuropa. Hier ist es ebenfalls an sich drei Welten. Ich erkläre, warum das aber vier Ebenen sind. Oben haben wir die Welt der Praib, dann haben wir die Welt, also die zwei sind dasselbe, nur die haben sich gespalten. Das ist die Welt der Naiv und unsere Welt ist die Welt der Yav. Ja, vielleicht zu der obersten Welt, die Welt der Praev. Hier haben wir das Schöpferbewusstsein, den Allschöpfer oder Schöpferin. Es ist nicht in Geschlechter unterteilt. Der heißt im Russischen, im Slawischen Rod Praroditel oder Rod Paraditel oder Rod Всевышний. Daher stammt auch der Begriff im indischen Vishnu, leitet sich eigentlich von Всевышний. Всевышний heißt das Höchste. Und dass dieses allumfassende Bewusstsein saß so der Legende nach in einem goldenen Ei und entschied sich irgendwann zu schlüpfen. War umgeben von einem schwarzen Chaos, von einem schwarzen, dunklen Chaos und entschied sich auszubreiten. Und in diesem Moment entstanden auch all diese Welten. Die Welt der Praev ist um ihn zentriert. Das ist die Welt, die am meisten Licht hat, die am meisten harmonisch schwingt. Je weiter die Welten, wie die Lichtstrahlen, sich entfernt haben, entfernt liegen, desto weniger strukturiert sind diese Welten, desto weniger Licht haben und weniger harmonisch die sind. Das ist aber immer noch sehr harmonische Welt, sehr strukturierte Welt, ist die Welt der Naiv, die nicht materialisierte, feinstoffliche Welt. Und unsere Welt liegt quasi am Rande. Jaiv, unsere materialisierte Welt, liegt am Rande zwischen Chaos und dem zentralen Licht. Und es enthält daher auch ganz viele chaotische Elemente. Ist nicht immer harmonisch, nicht perfekt strukturiert wie die anderen Welten. Ja, und Rod Praroditel ist etwas, was schwer ist, mit unserem Menschenverstand zu greifen. Das ist das allumfassende Bewusstsein, was sich in jedem von uns, in dieser Zimmerpflanze, in mir, in dieser Kette befindet. Es ist die Allgegenwart, sagen wir es mal so. Und gleichzeitig ist die Analogie auch zu der Befruchtung, zu der Entstehung des Menschen hier erkennbar das Dunkle, das Unstrukturierte, Leere des Kosmos gelang, also der Gebärmutter gelingt der Strahl des Sperma und durchdringt diese Dunkelheit und durch die Verbindung dieser Zweien entstehen dann Welten, denn wir sind auch in uns selbst sind wir auch Welten. Wir enthalten in uns all diese Welten, all diese drei Welten, Life, 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 mit diesen 16 Speichen. Und kommen wir jetzt zu der zweiten Welt, die allerhöchste Welt ist die Welt der Praev. Deswegen auch der Begriff Pravoslavie. Heute wird es als Orthodoxie übersetzt, aber an sich
bedeutet es, du rühmst der Brat, du rühmst diesen, da, aus, muss mein Hund hier ein bisschen disziplinieren, du rühmst diesem Rot-Praroditel von dem Wort Rot, stammen im Russischen auch ganz viele Worte, zum Beispiel Priroda, das ist die Natur, oder Rodina ist die Heimat, oder Rajdats ist geboren werden. Das heißt, es ist ein eindeutiger Hinweis auf den Ursprung der ganzen Schöpfung. Ich betone auch, dies ist das Weltbild für die weiße Menschenfamilie. Es gibt auch andere Weltbilder für die anderen Menschenfamilien. Für die Asiaten gilt ein anderes Bild, für die Schwarzen gilt es ein anderes Bild, denn wir haben dennoch bestimmte Unterschiede. Und aus vedischer Sicht haben wir auch verschiedene Götter. Inder zählen aber zu unserem, also besonders die im Norden, zählen zu unserem Familienkreis, genauso wie Menschen aus Iran und Irak bestimmter Abstammungen. Sie zählen zu der vedischen Menschenfamilie. Und wie gesagt, die anderen Menschenbilder, Weltbilder, andere Völker, andere Stämme sind auf jeden Fall zu respektieren. Nur dieses Weltbild ist speziell für uns. Die zweite Welt, die Welt der Naiv, die nicht materialisierte Welt. Es ist interessant, auch das Wort, also dieses Wort auch zu untersuchen. Naiv, im Deutschen gibt es auch bestimmte Hinweise, zum Beispiel bestimmte Bereiche zu navigieren. Es ist auch dieses Wort Naiv enthalten, die Wurzel. Oder das Nein, das ist nicht materialisierte Nacht. In allen, in vielen europäischen Sprachen ist das Wort für die Nacht immer auch etwas mit N und hört sich ähnlich an. Noch, nicht, Notte, Noche, Night. Es ist, man sagt auch deswegen, dass sobald es auf dem Planeten, auf unserer Erde dunkel wird, dann öffnen sich ganz viele Portale für die Nacht. Auch wenn wir schlafen und Träume haben, bereisen wir die Nacht. Auch das luzide Träumen, Menschen erzählen dann, dass es ihnen bewusst wird, auf einmal, dass sie träumen, es sind ganze Städte und ganze ja, Dörfer, die sie dann bereisen, ganze Landschaften, das ist alles die Nacht. Nacht sind auch die parallelen Welten zu unserer. Zum Beispiel interessant auch war zu sehen, Avatar, dort nannten sich die Stämme Navi. Kann man auch eine Verbindung finden. Und interessant auch, dass diese materialisierte Welt Yav heißt. Und Yav ist so schön im Deutschen, ist ja, das Materialisierte, dazu sagst du ja. Und nein, das Negativbild von dem nicht materialisierten, das Nein ist eben Nein. Kann man auch sehr schön herleiten, diese Verbindungen. Was ist diese Welt? Also die Welt der Nein ist bewohnt von sehr mächtigen Wesen, die Legi heißen. Und Legi wurden im Christentum ebenfalls übernommen, nur wurden die Worte, die Buchstaben verdreht, wie das gerne gemacht wird, um bestimmte Sachen zu verdrehen, zu vertuschen. Und aus Legi wurden Angel. Und das sind die Engel. Aber im Grunde, im Vedischen, sprechen wir von Legi. Legi sind sehr mächtige Wesen, vielleicht gleichzusetzen mit den Engeln, auch mit den Göttern. Wenn man von Göttern spricht, sind das auch die Legi. Legi haben hier ihre Hierarchien und die höheren Legi heißen dann Arlegi, das sind die Erzengel. Diese Wurzel Leg finden wir auch in einigen deutschen Wörtern, zum Beispiel Harlekin, Legenden. Legenden sind eigentlich die Geschichten über die Legen. Zum Beispiel war Jesus auch ein Leg. Es war ein Wesen eines höheren Bewusstseins, was hier auf die Erde kam. Und deswegen kann man sagen, dass Bibel, wäre sie jetzt nicht so falsifiziert und verdreht, könnten wir sagen, dass es eine Legende ist, weil sie berichtet vom Leben Jesu. Aber wir berücksichtigen jetzt die Bibel nicht, weil da muss man sehr viel filtern und das meiste ist sowieso schon umgeschrieben worden. Wir haben den Begriff Legislatur. Legislatur, das ist gesetzgebend, weil die eben über uns wachen
Und es gibt auch positive Begriffe wie zum Beispiel Kollegen, weil es gibt auch eben Legen, denen sehr viel am Herzen liegt, dass wir aufsteigen, dass wir uns geistig nach oben entwickeln. Deswegen gibt es auch die sogenannten Schutzlegen, also die heute jetzt im Christentum als Schutzengel dargestellt werden. Diese Welt der Nahe erlebte aber eine Spaltung aufgrund einer Schlacht zwischen den Legi, zwischen dem Leg Tschernobog, Schwarzgott, wie er genannt wird, und der im christlichen dem Namen Satan oder Luzifer auch bekommen hat. Luzifer ist ja der Lichtbringende. An sich hört sich das nicht so schlecht an. Und ich erkläre jetzt im weiteren Verlauf, warum auch. Und zwar gibt es den goldenen Aufstieg, die goldene Leiter des Aufstiegs von der unseren Welt, von der Welt der Jahwe nach oben in die Welt der Legen und darüber hinaus in die Welt der Prai, wurde von bestimmten Legen bewacht, weil dieser Aufstieg, der sollte mit ganz viel Arbeit des Menschen an sich geschehen. Stufe für Stufe sollte er diese Leiter erklimmen. Luzifer oder Tschernobog ist nicht ganz gleichzusetzen. Schwarzgott meinte aber, er möchte dieses Wissen allen zur Verfügung stellen und dieses heilige Wissen, was Stück für Stück, also nach jeder Stufe des Erklimmens gegeben wurde, dem Menschen. Dieses Wissen hat allen zur Verfügung gestellt. Er ist auch verantwortlich, er ist auch der Patron aller Revolutionen mit ihrer Fraternité, Égalité, auch bei jeder, zum Beispiel jetzt auch bei der Oktoberrevolution in Russland, da wurde auch gesagt, jede Putzfrau zum Präsidenten, jeder Arbeiter zum Präsidenten, zum Premierminister, alle sind gleich, alle sollten das gleiche Recht erhalten, jede Position zu besetzen. Und das ist auch dieses nicht ganz ohne, was wir jetzt sehen, wenn wir von Gentechnologie sprechen, wenn wir von Nanotechnologie, ganz viele Erscheinungen dieser heutigen Welt sind darauf zurückzuführen, aus vedischer Sicht, dass sehr vielen Menschen Wissen eröffnet wurde, wo sie geistig noch nicht bereit sind, diese Heiligkeit des Wissens zu begreifen und nach dem Gewissen zu handeln, zum Guten des Menschen. Deswegen können wir in diesem Zusammenhang auch von Atomwaffen sprechen, die jetzt in den Händen von Nordkorea sind oder in den Händen von amerikanischen, von russischen Politikern. Jeder versteht, wovon ich rede. Und das ist genau das Problem bei dem Tschernobog. Und es gab drei Legi, die diese Leiter des Aufstiegs bewacht haben. Und als dieser Übergriff auf diese Leiter stattgefunden hatte, dann gab es eine große Schlacht von einem Ausmaß, was wir uns nicht ausmalen können. Ein Hinweis dazu ist, es gab laut vedischem Wissen vier Monde, die um die Erde kreisten. Und einige von denen wurden in diese Schlacht zerbombt. Eine von denen heißt Vata und die anderen da Lele, aber auch ein Mond. Und jetzt haben wir nur noch unsere Luna, unsere Mündin, die um uns kreist. Solche Ausmaße hatte diese Schlacht. Bei dieser Schlacht spaltete sich die Welt der Nive in die Svetlaya Nive und die Tjomnaya Nive. Svetlaya Nive wurde zum Welt der Slav. Also das ist die helle Nive. Und die dunkle Nive spaltete sich wiederum in ganze sieben Unterwelten und rutschte unter die Welt der Jahwe, unter also unsere Welt, in der wir uns befinden. Und in dieser Svetlaya Jahwe, in dieser hellen Svetlaya Nive, in dieser hellen Nive blieben dann die hellen Götter, die immer noch diesen Weg, diese goldene Leiter des Aufstiegs weiterhin bewachen. Die wieder die bestimmte Schlösser wiederhergestellt haben, das Wissen versiegelt haben, bis der Mensch bereit ist, dieses Wissen auch zu empfangen. Und in diese untere Welt wanderte dann Tschernobog mit seinem Reich hin. Und hier finden wir die Laster, die Geißel der Menschheit, die Krankheiten, die Laster, die Sünden
Und so weiter und so fort. Manche Legen sind eine Verbindung mit dem irdischen Menschen aus der aus der Mittelwelt eingegangen. Und es sind dann bestimmte Stämme entstanden. Diese spiegeln sich dann auch in den Namen, die man denen gegeben hat. Zum Beispiel das Wort Olga ist zugehörig zu Legi oder Aleg. Auch im Deutschen Helga oder Holger, das ist alles ein Hinweis auf die Abstammung von den Legen. Kommen wir jetzt zu der mittleren Welt, zu unserer Welt, zu der Yav. Ja, diese Welt hat auch parallele Welten, auf die kommen wir jetzt gleich zu sprechen. Aber erstmal, jede menschliche Seele entsteht in der Praj. Sie wird geboren durch die Mutter aller Götter, Lade, und ist hier schon vollkommen vorhanden bei dem Rod Praraditil. Bei der Geburt geht sie dann den Weg nach unten über die Welt von Legen, Slav, bis nach ganz unten, wo sie dann in der natürlichen Welt geboren ist. Es ist wichtig zu betonen, dass wir alle unseren Weg in der natürlichen Welt anfangen. Natürliche Welt, sprich, du hast das Mutterprinzip, das Vaterprinzip, was dich erschaffen hat, und du hast auch 4 Großeltern und du bist aus Fleisch und Blut. Auch wenn man an der Geburt des Menschen angefangen hat zu drehen und jetzt auch künstliche Versionen erschafft. Die meisten von uns werden in dieser natürlichen Welt geboren. Und sobald diese Geburt stattgefunden hat, werden wir gekreuzigt. Und das ist die wahre Bedeutung des Kreuzes. Wir werden von den 4 Kräften in verschiedene Richtungen gezogen, von den himmlischen Kräften nach oben hin. Das sind die Legen und Rod Praraditil, die uns zum Aufstieg ziehen. Nach unten werden wir von den dunklen Kräften gezogen, von den sogenannten Lichamanki, das sind die Geißel. Also im Vedischen glaubt man nicht an die Krankheiten, sondern man glaubt an bestimmte Wesenheiten der Unterwelt, die sich, wenn der Mensch geschwächt ist, auf seine energetische Struktur setzen und anfangen, ihn zu saugen. Es gibt verschiedene Lichamanki. Das Wort Lichamanka ist auch interessant, da kommt auch das Wort Mani her. Und es gibt 16 Lichamanki, Agniya, Lidya, Gnitya. Agniya ist die Fieber-Lichamanka, Lidya ist Frost-Lichamanka. Diejenigen, die uns taub machen, die uns dumm machen, Glupia ist zum Beispiel. Ich finde, viele weite Teile der Menschen sind von der Glupia, von der Verdummungslichamanka befallen und so weiter und so fort, die unsere Glieder zum Schmerzen bringt. Das Konzept der Krankheit ist dem auch sehr ähnlich zu anderen schamanischen Traditionen auf der Welt, auch der mongolischen Tradition, wo man eine Schwäche des menschlichen Körpers oder des Geistes eigentlich als eine Besetzung sieht. Und mittlerweile sehe ich viel Wahres dran. Dann haben wir auch die ganzen Ängste hier in der Unterwelt. Angst vor dem Tod, Angst vor dem Leben, Angst vor der Dunkelheit, Angst vor dem Licht und so weiter und so fort. Dann haben wir die ganzen Laster hier unten auch. 16 Laster, darunter Lästern, Fremdes wollen, Gelüste, Boshaftigkeit, Eitelkeit, Frust, Grausamkeit und so weiter und so fort. Es gibt insgesamt 7 Unterwelten. Manche sind so grausam, da wollen wir gar nicht reingehen. In diese Welt wollen wir gar nicht erwähnen. Vielleicht nur ein paar Begriffe wie Nekrophilie oder Kindesmissbrauch. Aber da will ich wirklich nicht reingehen, auch für mich selbst in diese Welten. Und diese Welt zieht den Menschen nach unten. Es gibt aber auch parallele Welten zu der Welt, in der wir uns befinden, die uns zu den Seiten ziehen. Deswegen kann man sich auch entwickeln, ohne geistig aufzusteigen. Denn wie die Veden sagen, ist der Aufstieg nur möglich über diese natürliche Welt. Und das Ziel der goldenen Leiter des Aufstiegs ist, von dieser Welt in die Welt der Legen zu gelangen, selbst zu einem Leg zu werden und dann irgendwann zu dem Rod Praraditil zu gelangen und dort eigene Welten und Galaxien zu erschaffen.
Diese natürliche Welt besteht aus Familie, Stamm, Volk, Menschheit. Der Mensch ist dazu angehalten, auch nicht nur die Ausprägungen der menschlichen Welt zu erkunden, sondern auch sich mit der Tierwelt anzufreunden, die Vögel, die Tiere, die Fische, die Pflanzen, Mikroorganismen, die Steinwelt, die Welt der Kristalle, Welt der Mutter Ruhe Erde, Matushka Sarai Zemlya. Das Prinzip als Jesm zu verstehen, ich bin zu verstehen, dann geht es um Vaspitanie und Abrasavanie. Vaspitanie ist die Erziehung, Abrasavanie ist die Bildung und Gewissen. Das sind wichtige Begriffe, die hier im Verlauf dieses Videos noch erläutert werden. Aber grob gesagt schon mal, also dieses vedische Prinzip ist ein Prinzip, was auf die Familie ausgerichtet ist. Das finden wir auch in vielen anderen traditionellen Kulturen. Familie ist wichtig, Kinder sind wichtig, auch wenn es nicht eigene Kinder sind, aber diese Einbettung in einer Gemeinschaft, in einem Stamm ist wichtig. Dann ist es wichtig, sich nicht nur mit der eigenen Familie auseinanderzusetzen, harmonisch mit der zu schwingen, sondern auch mit dem eigenen Stamm zu schwingen, sprich mit der eigenen Region, wo befindet sich, was befindet sich um dich herum, welche Menschen leben noch mit dir in deiner Gemeinschaft, in deinem Dorf, dann Gutes zu tun für dein Volk, sprich jetzt in diesem Fall für das deutsche Volk, was können wir, welchen guten Beitrag können wir dazu leisten, dann Gutes zu tun für die ganze Menschheit, mit allen anderen Völkern im Einklang zu leben, einen Beitrag zu leisten, sprich, das ist das Erwähnte, sich mit der Kultur und Tradition anderer Menschen auch zu befassen, ohne das eigene zu verlieren, den Blick für das eigene, die Anbindung an das eigene zu verlieren. Denn es sind im Grunde genommen alles Machenschaften des Schwarzgottes, der uns immer irgendwo anders suchen lässt, statt erstmal das eigene sich vorzunehmen, das eigene zu studieren, das eigene Lernen wertzuschätzen. Mit der Tierwelt im Einklang zu sein, mit der Pflanzenwelt im Einklang zu sein, ist großes Gut, mit den Mikroorganismen im Einklang zu sein. Frauen haben oft Edelsteine getragen, aber nicht, weil es schick war oder weil es Mode war, sondern weil die haben das oft zum Beispiel an den Kopfgewändern getragen, um sich mit der kristallinen Struktur des Steines zu verbinden, welcher positive Schwingungen auf ihre Gedankengänge ausübte. Daher auch diese ganzen Kronen, nicht um sich irgendwie um seinen Status und seinen Reichtum zu präsentieren, sondern ganz klar und konkret in Verbindung mit der Steinwelt zu gehen. As Yesim ist ein wichtiger Begriff im Vedischen. As Yesim heißt ich bin. As ist der erste Buchstabe des russischen Alphabets und im Altslawischen war ich. As. Es wurde geändert in Ja. Ironischerweise ist jetzt Ja der letzte Buchstabe des Alphabets. Deswegen sagt man auch manchmal zu den kleinen Kindern, die Ja, Ja, Ja sagen, immer ich, ich, ich. Ich ist der letzte Buchstabe des Alphabets. Das heißt, stell dich schön hinten dran, sehe dich als ganz klein, statt dich als Mittelpunkt zu sehen. Denn auch diese ganzen Welten im Großen, die Rotraraditi geschaffen hat, die befinden sich in uns im Kleinen. Wir sind ja nach seinem Abbild geschaffen. Das heißt, wir tragen auch all diese Welten in sich und auf allen alten Tempelanlagen steht es, erkenne dich selbst, Vaznaisibia, erkenne dich selbst und dann wirst du die ganze Welt erkunden, die ganze Welt kennen. Im Bulgarischen benutzt man immer noch für das Wort ich, as, alle anderen Sprachen, slawischen Sprachen, habe das leider verloren, aber as, Jesus, hat eine ganz besondere hohe Schwingung. So, Entschuldigung, ich muss hier dieses Video mit ganz vielen Kleinkind-Unterbrechungen aufnehmen. Ja, wir waren bei der natürlichen Welt. Bei der natürlichen Welt haben wir also die Tatsache, dass jeder in einer natürlichen Welt erstmal geboren ist. Und im Vedischen spielt diese natürliche Welt eine entscheidende Rolle für den Aufstieg. Ohne sich in der natürlichen Welt zu befinden und alle Aspekte, alle 16 Welten innerhalb der natürlichen Welt studiert zu haben, ist kein Aufstieg über die goldene Leiter nach oben zu den Legen und zu dem Rotpraraditil möglich.
Ein sehr schöner Begriff, auch im Einklang mit Anastasia, wo auch Familienstammsitze gegründet werden, wo Harmonie mit allen Welten hergestellt wird. Ja, man sagt ja auch, dass Maigret, der Schriftsteller des Buches Anastasia, dieses Buch tatsächlich geschrieben hat, nachdem er Kontakt mit einer Radna Vierowca gehabt hat, einer Frau vom alten Glauben, die fernab der Zivilisation irgendwo in Sibirien oder irgendwo in der Taiga gelebt hat. Und diese Menschen, wie gesagt, gibt es wirklich, das sind keine Mythen, das sind keine Märchen, das sind komplett andere Menschen, die leben auch weit über 150 Jahre hinaus, und das sind auch keine Märchen, denn wenn man sich vorstellt, dass man nicht seinen Körper nicht mit schädlicher Nahrung, mit vergiftetem Wasser, mit vergifteter Luft verschmutzt und ganz hoch schwingt in dieser natürlichen Welt, sein Essen selbst produziert, dann kann man sich das schon sehr gut vorstellen. Wir haben es aber mit, wie ich vorher schon erwähnt habe, uns ziehen die unteren Kräfte nach unten, die oberen Kräfte hin zum Aufstieg nach oben. Vielleicht in diesem Zusammenhang nochmal wichtig zu erwähnen. Deswegen ist es aus vedischer Sicht auch so wichtig, ist ein haariger Mensch zu sein, sprich lange Haare zu haben. Dazu habe ich ein Video, schaut bitte auf meinem Kanal für die Frauen. Denn die Frauenhaare heißen auch Kosme, unsere Verbindung nach oben. Unsere Körperhaare einfach in Ruhe zu lassen, sind unsere Antennen für die Welt von Slav und Prag. Und für den Mann ist es sehr wichtig, seinen Bart wachsen zu lassen. Sogar die Zusammensetzung des Wortes Barada ist den europäischen Worten so ähnlich. Bart im Deutschen, Beard im Englischen, Barba im Spanischen. Und die Entschlüsselung dieser Worte, warum dieses Gebilde überhaupt da im Gesicht beim Mann ist und da runterhängt, gibt uns das russische Wort Barada. Denn es ist eine Zusammensetzung aus Bagatstva. Roda, Reichtum des Stammes, Reichtum von Rod Praraditi. Das heißt, wenn ein Mann Bart trägt in seinem Gesicht, ist er verbunden mit seinen Ahnen, ist er verbunden mit der höheren geistigen Welt. Genauso ist es mit den Haaren für den Mann. Und die Haare heißen bei den Männern Vlasy. Vlasy ist verwandt mit dem Wort Vlastvovat, also herrschen. Das heißt, ein Mann, der längere Haare hat, kann auch im besten Sinne dieses Wortes ein Herr seines Lebens sein, ein Herr seiner Familie sein, für seine Familie Verantwortung tragen. Aber wie gesagt, es gibt auch andere Welten, die uns zu den Seiten der Existenz ziehen. Hier haben wir das illusorische Licht und hier haben wir das illusorische Dasein. Das illusorische Licht, besteht einmal aus der parallelen Welt und einmal aus der magischen Welt. Bei der parallelen Welt haben wir solche Erscheinungen wie Literatur, also schöne Literatur, Romane, Belletristik, Politik, Showbusiness, Drogen, das kann ich nicht, Casino, Fastfood, Subkulturen, Popkulturen, Fantasy, Esoterik. Und wenn Mensch sich noch mehr da abzweigt, noch mehr vertieft, zum Beispiel in Esoterik bei dieser parallelen Welt, wir vertiefen uns in diese Welt, wir lesen ganz viele Bücher darüber. In der magischen Welt fangen wir dann an, Rituale zu machen, und es ist dann auch die magische Welt. Das ist auch Reiki, Tarot, Voodoo, Castaneda und ähnliche Literatur, Geldmagie, Sexualmagie. Das kann ich nicht lesen. Liebesmagie, verschiedenste Perversionen, Chaosmagie, graue Magie, schwarze Magie und Esoterik, wenn man schon anfängt, wie gesagt, diese Rituale zu machen, damit zu einem klaren Verständnis. Wenn man seinen Mittelpunkt hier hat, in der natürlichen Welt, dann ist es nicht weiter schlimm oder schädlich, wenn wir in Berührung kommen mit diesen parallelen Welten. Die können uns nicht aus unserer mittleren Achse herauswerfen und sie können nicht unsere Werte und Weltanschauung verändern. Jeder von uns hat schon Castaneda sehr gerne gelesen. Es geht aber darum, dass man sich total drin verliert, dass man nur solche Bücher liest, sich irgendwo einschließt, oder oft ist es bei den Teenagern so, oder auch bei den jungen Erwachsenen. Sie verschließen sich in ihrem Zimmer, die Mutter kocht und putzt und macht den Haushalt, und der 30-jährige Bub kommt dann zum Essen raus, und sonst verliert er sich komplett in dieser Welt.
Es richtet sich auch gar nicht gegen die Magie, vielleicht zum Unterschied. Wir haben hier auch ganz viel Magie. Wenn wir Kontakt zu der natürlichen Welt wiederherstellen und im Einklang mit dieser leben, passiert Magie jeden Tag. Zum Beispiel erzählt Ivan Zarewitsch von diesen ganzen Ritualen, Hochzeitsritualen in der Natur, wo zwei Schwäne an einem vorbeifliegen und genau im See gegenüber landen oder verschiedenen Festivals, wo sie reinen Herzens gefeiert haben und Vögel sich auch versammelt haben und ihre eigenen Feste gleich nebendran gefeiert haben. Ich spreche auch, ich kann aus meiner eigenen Erfahrung bestätigen, es gibt diese Magie, auch die Magie der Elemente, wenn die Elemente deine Freunde sind. Ich habe letztens ein Wachuma-Ritual gemacht oder vor einigen Jahren ein Wachuma-Ritual gemacht mit einem Schamanen, einem peruanischen Schamanen, und zwar ein Altar der vier Elemente, der Wasser, Feuer, Erde, Luft. Und die vier Elemente haben tatsächlich mitgemacht in Form von Regentropfen, in Form von sehr praller Sonne. Und das Ritual haben wir in reinen Herzens nachgestellt, unter tollen Menschen in Österreich. In diesem Zusammenhang ganz, ganz liebe Grüße. Und sieh da, wir hatten tatsächlich bei dem Altar des Wassers ein paar Wassertröpfchen. Und als wir schon uns dem Altar des Windes, Altar des Herzens näherten, kamen die Windböen. Und es war so magisch. Viele Menschen hatten auch Tränen der Rührung in ihren Augen. Und ich glaube an diese Magie, die sich dann entfaltet, wenn du in der natürlichen Welt bist und diese übersinnlichen Fähigkeiten wie Extrasensorik oder Teleportation oder auch Shapeshifting, das ist so vertreten in den russischen Märchen. Die Zarewna verwandelt sich in einen Vogel, der König verwandelt sich in einen Raben und so weiter und so fort. Diese Magie entsteht, wenn du einfach diesen natürlichen Weg gehst, wenn du bescheiden lebst in der Natur, wenn du dein eigenes Essen produzierst, wenn du für deine Familie, für deine Kinder, für deine Mitmenschen da bist, dann entstehen all diese extrasensorischen, extra übersinnlichen Fähigkeiten ganz automatisch, ohne dass du dich darauf konzentrieren musst, dass du irgendwelche Kurse besuchen musst. Und das ist auch das Gefährliche, wenn du noch nicht bereit bist, wenn du keines reinen Gewissens bist, wenn du nicht ausgerichtet bist, wenn du nicht in deinem Leben zentriert bist, dass wenn du anfängst, da irgendwelche Seminare zu besuchen, Aura sehen oder was auch immer, dass du einfach drauf als Mensch nicht vorbereitet bist. Und das ist auch, warum Esoterik von so vielen Menschen mittlerweile abgelehnt wird, weil intuitiv spüren wir, dass da irgendwas nicht stimmt. Und das stimmt, und das ist auch richtig so. Diese Welten, die bringen uns von dem Aufstieg. Hier hast du die Illusion, dass du dich geistig entwickelst. Und geistige Entwicklung kann es ja auch vielleicht sein, aber du entwickelst dich in die Horizontale. Du strebst, du bist immer noch kein Stückchen näher dem Aufstieg. Und das ist, worauf uns die Veden, dieses vedische Wissen und dieses Schaubild aufmerksam machen, was so wertvoll ist. Noch wertvoller ist, wenn wir uns diesen Strang hier anschauen, das ist die technokratische Welt und hier ist die technomagische Welt und das ist das Illusionsdasein. Das sehen wir täglich mit unseren eigenen Augen, das erleben wir auch täglich. In der technokratischen Welt haben wir Büro und Fabriken, Computer, virtuelle Realität, Haushaltsgeräte, Internet, soziale Netzwerke, YouTube, Video, Netflix, Wi-Fi-Strahlung, Gadgets, Handys, Technik, Technokratie, Computerspiele und Cartoons. Und wenn wir uns noch mehr wenn wir uns in jeweils diesem einen Segment zu stark eintauchen, dann sind wir schon in der technomagischen Welt. Und hier finden wir Chippen, Klonen, 5G, Technomagie, Internet-Casinos, virtuelle Währungen, Netzwerkpyramiden, Psychotronik, digitale Welten, Technikabhängigkeit, virtuelle Welten, Bürokratie, Nanotechnologie, Supercomputer und so weiter und so fort. Sehr aktuell, weil es gibt durchaus Mächte, die uns versuchen, von dieser natürlichen Welt immer mehr abzubringen, auch von diesem Aufstieg abzubringen und uns immer mehr in die Ärmel des Daseins leiten. Und es ist auch immer schwieriger, finde ich, für sehr viele Menschen da rauszukommen. Ich kann das von mir aus sagen. Ich klebe viel zu oft an meinem Handy. Und es ist immer reinziehender. Deswegen muss man bewusst sagen, stopp und sich auf die natürliche Welt ausrichten. Denn wenn wir unseren Lebensmittelpunkt hier haben, dann
betrifft uns, egal was uns auch die alternativen Medien für Angstpornos erzählen, wenn du hier alle deine Segmente, dein Mikrokosmos ausgebaut hast, dann betrifft dich 5G bei weitem nicht so stark, wenn du in einer Stadt lebst und deine Castaneda-Bücher liest und jeden Tag dem Ganzen ausgesetzt wirst. Ich liebe auch die Städte. Ich habe jahrelang in Berlin gewohnt und ich bin gerade nicht bin in Berlin und habe Berlin-Entzugserscheinungen. Und so sehr wie ich die Städte wertschätze, desto mehr muss ich auch erkennen, dass wenn man diesen Weg des goldenen Aufstiegs gehen möchte, dass man sich früher oder später von der Stadt verabschiedet und aufs Land zieht und am besten Landsitz nach dem Vorbild von Anastasia gründen. Und ich bin auch nicht so weit, nicht, dass es jetzt hier arrogant rüberkommt. Ich bin immer noch auf diesem Weg und ab November ziehe ich aufs Land in Bayern und in ein kleines Häuschen, in ein Tiny House aus Naturmaterialien. Und da werde ich versuchen, dieses Weltbild auch umzusetzen. Und sicherlich muss man seinen Verstand auch ganz stark umstrukturieren und ganz viel ändern, ganz viel loslassen können. Aber ich bin gespannt und ich werde es berichten. Ja, letztendlich finde ich, dass dieser Weg der einzige Weg für uns ist, an diesem Scheidepunkt der Menschheit aus der Verchippung raus, aus der totalen totalitaristischen Kontrolle des Deep States heraus. Denn es ist jetzt ein Scheidepunkt, wo sich der Fächer der Möglichkeiten, der Timelines sehr stark entfaltet und dass das, was du verfolgst, du kannst dir heute wie noch nie deine eigene Realität erschaffen, aber dafür musst du auch was tun. Möchtest du dem ganzen Virtuellen endlich den Rücken zeigen, geht dieser Weg nicht vorbei an deine eigene Lebensmittel anbauen, in deiner Sippe zu leben, dich mit gleichgesinnten Menschen zu umgeben, für deinen Stamm da zu sein und das alles, was ich aufgezählt habe. Konzentrierst du dich nur auf eine Speiche der natürlichen Welt oder generell bist du schon ein Sektant? Konzentrierst du dich nur darauf, ein guter Familienvater zum Beispiel zu sein? Entfaltest du dich nicht vollkommen, dann wirst du kein Aas. Jetzt kommen wir zu dem Begriff Aas. Aas ist der erste Buchstabe und du bist dann ein Aas, wenn du alle diese 16 Speichen der natürlichen Welt gemeistert hast, dann werden alle 16 Stränge deiner DNA aktiviert und du bist bereit für den Aufstieg zu einem Lirk. Ja. In Russland hat man schon viel Erfahrung gehabt, in diesen also diese parallelen Welten um sich herum stehen zu lassen, weil hier in Deutschland ist natürlich alles viel enger. Man hat das Gefühl, man kann dem nicht entfliehen, aber es ist dem trotzdem nicht so. Wenn du deinen Mikrokosmos aufbaust, können dich diese parallelen Welten nicht mehr so tangieren. In Russland ist das beste Beispiel dafür. Es gibt Menschen und es gab Menschen immer, die immer noch nach dem natürlichen Zyklus in der natürlichen Welt gelebt haben, nach ihren eigenen Kalendern. Denn wir müssen bedenken, dass sogar unsere Kalender völlig künstlich sind. Der Name August und Oktober sind nach römischen Kaisern benannt. Was hat das denn bitte mit unserem tatsächlichen alltäglichen Leben zu tun? Das ist auch eine Art und Weise, da fremde Programme zu installieren und uns von der natürlichen Welt zu entfremden. In der Ukraine zum Beispiel heißen die Monate Juli, auch ein Cäsarsname. Juli heißt Leaping. Leaping leitet sich von dem Wort Leper ab. Das ist, wenn die Linden blühen oder was haben wir da? Listopad ist November. Das heißt, der Monat, wo die Blätter von den Bäumen runterfallen. Das sind Beispiele für wunderschöne natürliche Namen für Monate. Und da können wir wieder zurück, indem wir die Natur beachten und mit ihren Zyklen schwingen und uns anfangen einzuordnen und uns richtig im Kreis drehen oder spiralförmig nach oben drehen. Kommen wir nochmal zu der natürlichen Welt. Hier ganz spannend die Ansichten unserer slawischen Vorfahren. Ein Kind kommt auf diese Welt, die Frau kann die Geburt so regulieren, dass sie zum Sonnenaufgang das Kind auf die Welt bringt. Der Mann empfängt das, nicht irgendeine Hebamme. Im Vedischen ist es nicht, dass der Mann hat es reingetan, der Mann soll es auch rausholen. Der Mann ist auch
Der erste Mensch, dem ein Kind in dieser Welt begegnet, der Mann trägt das Kind gleich raus und zeigt es dem Vater Himmel, stöpselt quasi an die elektrische Energie an und ja, berührt mit dem Kind den Boden, stöpselt es an die magnetische Energie der Mutter Erde ran. Und so ist es, wie es sein sollte im Vedischen. Was wir hier haben, ist diverse Taufen, diverse satanische Geburt im Krankenhaus. Ich habe selbst eine erlebt, wo die Kinder gleich angedockt werden an irgendwelche Fremdstrukturen. Sehr wichtig, die alle abzudocken, falls ihr eine Krankenhausgeburt hattet. Dazu ein gesondertes Video. Und ja, ich hatte leider nicht diese erträumte vedische Geburt, aber sehe das total ein und werde meine Kleine in ihrem dritten Geburtstag ein Ritual durchführen, wo ich sie anstöpsle an diese zwei Energien. Was die christliche Taufe macht, die stöpselt sich an den Egregor der katholischen Kirche ran mit all diesen Buße und Schuld und ja, Unterdrückungen und so weiter und so fort. Sehr schädlich. Da ist es wichtig aus meiner Sicht, ein Untered-Ritual zu machen. Dazu gibt es auch ein gesondertes Video. Wichtig bei diesem As-Jesm, ich bin Bewusstsein zu begreifen, dass wir eine Seele sind, die einen Körper hat und nicht andersrum. Kommen wir zu den Begriffen Vaspitanie und Obrazovanie, Erziehung und Bildung. Für die Erziehung ist der Vater zuständig, für die Bildung ist die Mutter zuständig. Der Vaspitanie heißt im Russischen in die Achse einspeisen, das heißt, das Rückgrat auszubilden, Gewissen auszubilden, die Begriffe, was ist gut, was ist schlecht, verständlich zu machen, Moralkonstrukt für das Kind herauszubilden. Dafür ist der Vater zuständig, die Mutter ist für die Bildung zuständig, das heißt, für die schönen Sachen, die Märchen, die, ja, was es in der Welt gibt, die Geschichten. In unserer modernen Welt nicht immer so einfach herzustellen. Ich bin alleinerziehend und da muss ich, deswegen nennt mich mein Kind auch manchmal Pama und muss all diese sowohl Erziehung als auch Bildung auf mich nehmen. Ja, es wird auch ein Unterschied gemacht zwischen gebildeten Leuten und schlecht erzogenen Leuten. Es gibt heutzutage auch in den wissenschaftlichen Kreisen, in den politischen Kreisen sehr gebildete Leute, die aber sehr schlecht erzogen sind, die eben eben diese mittlere Achse nicht haben, die Lakaien sind der drüberstehenden anderer Wesen. Sprechen wir jetzt nicht darüber, aber dieser Begriff ist auch wichtig. Es ist wichtig, da diese Begrifflichkeiten zu unterscheiden. Ja, in den Veden ist es eben so, dass der Aufstieg nach oben, wie ich vorhin schon gesagt habe, über Gründung einer Familie geht. Ich finde, da sind auch in der heutigen Gesellschaft manche Abweichungen möglich. Man braucht diesen vedischen Weg jetzt nicht aufzugeben, wenn man jetzt noch nicht geschafft hat, Familie zu gründen oder keinen Wunsch verspürt, Kinder zu bekommen. Es hat den Hintergrund, dass sich die Zeiten ja auch gewandelt haben. Wir haben jetzt sehr viele unreife Seelen auf diesem Planeten, die alle jetzt zu dieser Zeit inkarniert sind. Das ist eh schon sehr viel, was hier los ist. Und deswegen sehe ich das vollkommen als legitim, dass sich manche Menschen eben gegen Kinder entscheiden haben. Aber was wichtig ist aus meiner Sicht und wie man auch diesen vedischen Weg auch gehen kann für sich in der modernen Welt, ist Gemeinschaften. Und das geht über die Gemeinschaftsbildungsprozesse und eben dann diese Vater-Mutter-Rolle auch für fremde Kinder, also die Kinder der eigenen Sippe zu übernehmen. Ich kann mir vorstellen, dass es auch sehr, sehr schön ist. Wichtig auch zu begreifen, diese natürliche Welt, entgegen allen Stereotypen über Osteuropäer, über Russen, der vedische Weg sieht natürlich keinen Gebrauch von Alkohol, Tabak, oder sonst irgendwas. Es ist, uns alles aufoktroyiert worden. Im Vedischen sagt man, das ist der Smegarinic, der Drache mit den drei Hälsen. Der eine Hals ist Alkohol, der zweite Hals ist Weizenmehl, verarbeitetes Weizenmehl und
Dritter Hals ist das Geldsystem und die gilt es abzuschlagen. Hält man nichts von, auch in diesen wahren Kreisen von den Menschen, die auf diesem vedischen Weg nun jetzt sind. Ich glaube, wir haben es soweit. Das Grobe habe ich jetzt erwähnt. Ja, wir schauen uns nochmal diese schöne Pyramide an. Das ist die slawische, die vedische Pyramide. So viele unserer Zeichen und Symbole sind ja in der heutigen Zeit auch entführt, verdreht, ja, komplett in ihrem Sinn gewandelt, genauso wie die Pyramide. Pyramide steht für viele Menschen ja für was, für die Masonen, für die Eliten, für die Herrschaft einer kleinen Gruppe über große Massen. Und hier haben wir jetzt die Pyramide in ihrem schönen Sinne, wie sie dargestellt ist. Und der goldene Weg des Aufstiegs. Der ist hier in der natürlichen Welt. Und wahrhaftig ist es so, vielleicht ein Schlusswort. Ich war heute spazieren. Es ist ja unglaublich schönes Wetter. Wir sehen wirklich auch die klimatischen Veränderungen unserer Mutter Erde. Und ich bin jetzt seit einiger Zeit auf sehr natürlicher Kost. Also ich würde sagen, die meisten Tage hundertprozentig roh. Und merke auch, wie ich auch ganz anders schwinge. Und es ist ein so schönes Erlebnis, in die Natur rauszugehen und die Erde unter mir zu spüren, Vater Himmel über mir zu spüren, meinen Hund neben mir zu haben, das Ganze zu betrachten, zu atmen, mit den vier Elementen also verbunden zu sein. Und ich finde, wenn man sich ein bisschen entfernt von diesen parallelen Welten oder auch unteren Welten, die uns immer wieder versuchen reinzuziehen, diese Ängste, diese illusorische Welt, illusorisches Licht und wieder zu diesem natürlichen, zu der natürlichen Welt zurückkehrt, dann merkt man, dass die Erde aufsteigt. Und ich finde, es ist eine schöne Vorstellung, dass wir es tatsächlich schaffen, in wenigen Jahren oder sprich sogar Jahrzehnten, dass ein Großteil der Menschen oder Menschen, die jetzt dieses Video schauen und in Resonanz gehen mit dem, was ich zu teilen habe, dass wir es schaffen, in unseren Familienlandsitzen oder ähnlichen gemeinschaftlichen Strukturen zu leben und uns in dieser natürlichen Welt befinden und sehr wenig bis keine Überschneidungspunkte mehr haben mit den illusorischen Welten, mit den parallelen Welten, Verchippung, digitales Geld, 5G und so weiter. Und dass wir gemeinsam diesen Weg beschreiten nach oben. Und dass wir es tatsächlich, dass viele von uns es tatsächlich schaffen, im nächsten Leben zu den Erlegen, zu den Lichtwesen zu werden. In diesem Sinne, alles Liebe für euch. Hurra! Hurra ist auch ein sehr schönes Wort. Hurra leitet sich davon ab. Hurra heißt bei dem göttlichen Licht.